Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wieder ein Videotagebuch, allerdings ohne Bildinhalte. Es geht ja nur um die Audiospur. Anders kann man es nicht hochladen bei YouTube. Da muss man schon ein Videoformat hochladen. Wieder ein Videotagebuch in Klammern Vlog. Nach den Manuskripten der deutsch-amerikanischen Schriftstellerin A.M. Jacob. Passende Homepage dazu? a-m-jakob.jimdo.com. Irgendwie bin ich heute ganz lustig. Mein Name ist Rudolf von Konrad. Ich spreche nach den Manuskripten der A.M. Jacob künstlerisch laienhafter Form das, was die gute, aber so schlimm leidende Dame und dem Amira-Team Germany übermittelt, als sei ich Frau Jacob in freier künstlerischer Form. So. Ich hatte eben schon, wo war ich denn eigentlich eben schon stehen geblieben? Ach ja, die Habgier, die mutmaßliche Habgier Gottes. Habgier, werden Sie jetzt sagen, wie soll denn das gehen? Ne? Tja, nach meiner These, übrigens das Geräusch, das Sie hier jetzt hören. Das ist das Geräusch einer Kakaotasse, in der Milch mit Kakao umgerührt wird. Ja, ich lockere meine Vorträge ein wenig auf mit so kleinen, spaßigen Dingen, die scheinbar nicht hierher gehören. Kleinen Moment bitte. Also, nach meiner Vermutung oder These erschien es diesem Gott zu eintönig, immer nur das Gute zu erschaffen oder erschaffen zu lassen, das Gute zu erleben. Und nach dieser These schien Habgier zu entstehen in diesem Wesen, das sich Gott nennt. Habgier bei dem Gedanken, wenn es Böses erschaffen würde, könnte es dieses Böse zu dem Guten auch genießen. Denn woher kommt denn das Böse? Wir wissen nun mittlerweile, oder natürlich muss man genau genommen sagen, wir vermuten, dass das Böse seinen Ursprung in Gott findet. Selbstverständlich, jede Behauptung, es sei das ein ominöser Satan, Feind Gottes, ist nur teilwahr und soll in die Irre leiten. Das Böse kommt in seinem Ursprung, alles Böse kommt in seinem Ursprung von diesem Wesen, das sich Gott nennt. Es ist die Quelle alles Bösen. Und die Bosheit in Person. Ja, eine Hypothese, die vehement abgelehnt werden würde, wenn hier jetzt christlich gläubige Menschen zuhören würden oder im Raum wären. Denn sie wissen nicht, was wirklich wahr ist. Sie denken nur zu wissen, sie meinen zu wissen, was wirklich wahr ist, aber sie wissen es nicht wirklich. Und wenn man es ihnen sagt oder sagen würde, würden sie es nicht glauben. So, also die Habgier Gottes. Nach dieser These war es diesem Gott irgendwann zu langweilig, das Universum um sich herum kreisen zu sehen. Denn nach meiner These, eine weitere Vermutung und These, befindet sich Gott als Kugel in der Mitte des Universums und alles kreist um ihn.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, kennen Sie den Ausdruck? Es kreist immer alles um dich. Es dreht sich immer alles um dich. Ja, das kommt wahrscheinlich von dem Umstand, dass sich immer alles um Gott dreht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und stellen Sie sich vor, die Urkugel, nennen wir mal ein wenig lustig, die Erscheinungsform Gottes. Übrigens wurde mir das als Traum geoffenbart, dass Gott eine riesengroße Kugel sei in seiner Urform oder überhaupt in einer Form. Die Urkugel erschafft auf eine übergeniale Art, das muss man ja sagen, das Universum, alles auf der Form der Kugel aufbauend, vom kleinsten bis zum größten, von der kleinsten bis zur größten Kugel. Und strukturiert die ganze Sache so, dass sich alles um ihn, männliche Form, herumdreht und kreist. Und dadurch immer wieder neue Formen annimmt. Das heißt, es kommt nie zu einer Form, die schon mal da war, weil sich alles immer kreisend, reisend, dreht um Gott. Es dreht sich alles immer um Gott. Und so ist es in der Wahrheit, in Wahrheit tatsächlich. Alles dreht sich um Gott. Alles dreht sich, alles kreist, alles reist. Ja, die Galaxien reisen, indem sie kreisen. Jo, und nach meiner Theorie, nach meiner Vermutung, es ist eine Hypothese, denn das Böse muss ja irgendwo herkommen. Und es bestand gar keine Notwendigkeit, das Böse zu erschaffen, schien es wohl diesem Wesen, das sich Gott nennt, als Bereicherung das Böse entstehen zu lassen, zu dem Guten hinzu. Das Gute hat diesem Wesen offensichtlich nicht mehr gereicht. So hat es sich vielleicht vorgestellt, wie das wäre, wenn es unter lügnerischen Vorwänden, versteht sich, andere haben immer Schuld und so weiter, das Böse entstehen lassen würde. Auf ganz hinterhältige Art und Weise. So zu tun, als ob es das nicht verhindern konnte, als ob andere das Böse in die Welt brachten und natürlich nicht nur in die Welt, sondern in das Universum. Und wenn das Böse dann erstmal da ist, dann kann es sich hervorragend am Bösen berauschen. Das heißt, die Bosheit kommt von Gott nach dieser Theorie. Und dieser Gott ist natürlich dann auch schon ganz schön böse, sowas überhaupt entstehen zu lassen und vereinigt alle bösen Charaktereigenschaften auf sich. Das heißt, dieser Gott ist tatsächlich ein Lügner und der größte Lügner des Universums zugleich. Dieser Gott ist tatsächlich ein Betrüger und der größte Betrüger des Universums zugleich. Und dieser Gott ist ein Mörder und der größte Mörder des Universums zugleich. Ja. Die übelsten, abscheulichsten Eigenschaften vereinigt dieser Gott zusätzlich zu seiner Gutheit. Dieser Gott ist nicht nur gut, sondern eben auch böse. Und das hatten wir ja im letzten Videotagebuch, Tagebuch Nummer 1, festgestellt, festgehalten. Dieser Gott ist die Quelle der Bosheit. Alles sind natürlich immer Hypothesen, aber Hypothesen, die durch beinahe unendlich viele Indizien gestützt werden. So viele und gewichtige Indizien, dass man nicht mehr von Indizienlage sprechen kann. Eigentlich. Natürlich fehlt immer der letzte Beweis, aber den wird man so nicht bekommen. Was will man denn als letzten Beweis haben, was dieses Wesen, dieser Gott sagt? Ich bin böse, ich will es nicht öffnen. Und genau das tut er übrigens. Kommen wir also auch wieder zu dem Thema zurück, dass ich die Stimme Gottes höre.
Auf der einen Seite tut dieses Wesen immer so, als ob ich schuld wäre. Auf der anderen Seite sagt es dann solche Sätze wie: Ich will das nicht öffnen. Versucht den Eindruck zu erwecken, als ob durch meine Schuld es nunmehr gezwungen sei, und nun ist es pikiert, beleidigt und was, ich will das nicht mehr öffnen. Er hat mich so beleidigt. Alles gelogen. Aber die Aussage, ich will das nicht öffnen, die dieses Wesen schon oft getätigt hat gegen mich, die bestätigt doch nur die Vermutung, ja, selbstverständlich will es mich nicht öffnen, weil es mich noch nie hat öffnen wollen. Und ich bin böse, damit prahlt es sogar. Ich bin böse. Ja, es ist böse, weil es böse sein will, denn wer könnte wohl Gott zwingen, böse zu sein? Das ist auch eines der Geheimnisse, die es gibt. Alles, was geschieht, ist nach dem Willen Gottes. Es gibt nichts, das geschieht, das nicht nach dem Willen Gottes ist. Was auch immer. Nach dem Willen Gottes oder nach Vorkenntnis, das heißt vorab erkannt, dass es so kommen wird und genehmigt. Und so kommen lassen. Es geschieht alles nach dem Willen Gottes. Und das ist ja auch der Indikator, der Maßstab, an dem man den Willen Gottes erkennen kann. Am Wirken Gottes erkennt man seinen Willen. Und wenn dieses Wesen kein Heil erwirkt, dann will es kein Heil erwirken. Dann will es das Gegenteil des Heils, das Unheil. Wenn dieses Wesen auf der Erde Unglück und Leid entstehen lässt, dann will es das Unglück und das Leid. Das ist es. Denn wenn es dieses Unglück und Leid nicht wollen würde, würde es dieses Unglück und Leid verhindert haben oder verhindern. Nein, das Leid, alles Leid auf der Erde entsteht, weil dieses Wesen, das sich Gott nennt, aber ein auch abscheuliches und bösartiges Wesen ist, so will. Das ist etwas, was zum Beispiel christlich Gläubige schon wieder gar nicht akzeptieren würden. Die denken immer, nein, das war der Widersacher Gottes, der sogenannte Satan, der ist es. Und wenn man sie dann fragt, ja, und warum lässt Gott das zu? Ach ja, keine Ahnung, aus diesen Gründen oder aus jenen Gründen, bla bla bla, um den Menschen zu prüfen und bla bla bla. Sie wissen nicht, dass das Leid auf der Erde geschieht, weil Gott es so will. Und warum will ein Gott das Böse? Natürlich, weil er sich daran berauschen will, aufgeilen und erfreuen will, weil er selbst die Bosheit in Person und die Quelle alles Bösen ist. Es gibt keine andere plausible Erklärung. Denn dieser Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, angeblich oder tatsächlich, dem kann keiner etwas vorschreiben, dem kann keiner zu irgendetwas zwingen. Der tut immer nur das, was er will. Und er erreicht auch immer und in jedem Fall seine Ziele. Zu behaupten, dass das Volk Israel abgefallen sei, obwohl es gar nicht dafür vorgesehen war. Die Bibel, das Alte Testament, wird ja durchzogen von diesem roten Faden der angeblichen Ungehorsamkeit des Volkes Israel mit den folgenden Strafgerichten. Das ist eine Lüge. Das ist ein Teil der großen lügnerischen Strategie, immer unter Vorwänden das Böse zu erwirken. Da zeigt sich dieser Gott nicht, greift nicht aktiv ein, ist nicht sichtbar, zieht sich zurück. Die Menschen lassen sich verführen, werden abergläubisch, beten andere Götter an, damit meine ich jetzt das Volk Israel damals. Ja, und dann behauptet es, die haben so schrecklich gesündigt, jetzt müssen Strafgerichte kommen. Warum zeigt sich denn dieser Gott nicht? Warum ist er nicht sehbar, fühlbar, hörbar, jeden Tag für jeden? Weil dieser Gott das Böse will. Weil dieser Gott es will, dass er dem Volk vorwerfen kann, es habe gesündigt, sei abgefallen, weil er es dann bestrafen will. Was heißt bestrafen? Er will es vernichten, er will es kränken. Und warum will er es kränken und vernichten? Weil er sich an dem Leid berauscht, an dem Leid jeder schwangeren Frau, die von bösen Soldaten
aufgeschlitzt wurde, jedes Kindes, das umgebracht wurde durch einen Schwerthieb der bösen Soldaten. Nehmen wir jetzt das Beispiel zum Beispiel Nebukadnezars, als er 586 vor Christus Jerusalem überfallen hat und einnahm. Ne? Die Bibel spricht ganz klar von schrecklichen Gräueln, von schwangeren Frauen, die von Soldaten getötet wurden, aufgeschlitzt wurden. Das will dieser Gott sehen, vor Geilheit nach bösem Sehen, Hören, Riechen, Erleben, das Schreien der Kinder, der Menschenkinder und wie sie sterben. Das ist die Bosheit in Gott und dieses Wesen verheimlicht, dass es diese Bosheit besitzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das können Sie kaum glauben, ja. Das hätte vor, was weiß ich, vor über 20 Jahren, als der Scheiß losging ja mit der Stimme Gottes, hätte ich das auch niemals geglaubt. Aber die Indizienlage und meine Erfahrung, das, was mir dieses Wesen antut, lassen keinen anderen Schluss zu. Es ist die Quelle der universumsweiten Bosheit. Aber es verheimlicht. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel des Mafiabosses. Der will seinen Angehörigen, zum Beispiel die Kinder, wenn sie heranwachsen und noch zu jung sind, auch verheimlichen, dass er ein ganz böser Menschenmörder und Verbrecher ist. Und das ist vielleicht die Erklärung, warum es nicht will, dass diese Wahrheit, die wirklich wahre Wahrheit, dass Gott auch böse ist, verheimlicht. Denn es gibt ja nun Heilige, die sind nur gut. Und es gibt wohl auch welche, die erkennen das Gute und das Böse eben nicht. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo steht, damit sie sein wie unser eins erkennend Gutes und Böses. Ja, oder auch, dass die Augen aufgetan wurden, Adam und Eva im Paradies, und sie erkannten, dass sie nackt sind. Ne? Es lässt den Einzelnen, aber auch das Volk, wann immer es will, in Blindheit, damit sie nicht erkennen. Diverses, so manches, vieles, nämlich zum Beispiel nicht erkennen das Gute und das Böse. Oder nur das Gute erkennen, aber nicht wissen um das Böse und auch nicht das Böse erkennen. Ja, es kann die Augen des Individuums, aber auch der Rasse, des Volkes, der Spezies blind lassen. Und dem Menschen, aber auch dem anderen Geschöpf, ob nun intelligent oder unintelligent, einreden, es gäbe nur Gutes oder auch erkennen lassen, nur das Gute. Das macht es auch, wie es will. Es kann jeden Einzelnen manipulieren, wie es will, aber auch die Volksgemeinschaft, die Rasse, die Spezies. Denn sind wir mal ganz ehrlich, selbstverständlich wird es in jedem System mindestens einen bewohnbaren Planeten geben, der nicht nur in seiner habitablen Zone, sondern auch in seiner habitablen Zeit Leben trägt. Dieses Leben wird natürlich von Gott geschaffen. Deswegen ja auch, das passt, ist ja passend für die Welt, für das Volksbewusstsein, für das Menschheitswissen. Diese vollkommen irrige Annahme, es sei durch Zufall entstanden. Nein, nein. Die Planeten und Sonnen, die entstehen in langen, langwierigen Prozessen. Das ist jetzt meine Hypothese, die wirklich über Milliarden von Jahren gehen. Entschuldigung. Aber die jeweils passende Ökosphäre und Biosphäre, die erschafft der Schöpfergott. Da hat man ein schönes Bild in den Heiligen Schriften, das spricht von Grundlegung der Welt. Das heißt, die Welt, die man jetzt mit einer Öko- und Biosphäre gleichsetzen kann, die wird zugrunde gelegt. Die wird also, wenn ein Planet in seine habitable Zeit gekommen ist, das ist auch eine weitere Theorie von mir, dann wird von Gott eine passende Ökosphäre und Biosphäre geschaffen,
speziell auf diese speziellen Bedingungen zugeschnitten, die es auf diesem Planeten gibt, mit der entsprechenden Sonne und so weiter. Und diese Welt wird zugrunde gelegt, um den Planeten herum, auf dem Planeten drauf. Und zwar in 6 Tagen. Gezielt vorher erdacht und dann gezielt genauso gemacht. Und dieses wird nie und nimmer nur in einem Planetensystem sein, in einem Sonnensystem, selbstverständlich nach meiner Theorie schon im nächsten, im uns am nächsten befindlichen Sonnensystem wird es mindestens einen Planeten geben, bei dem das Gleiche geschehen ist. Eine ganz spezielle Öko- und Biosphäre mit intelligentem Leben, aber auch Tieren und Pflanzenähnlichen. In den interessantesten Variationen. Nur, dass die Entfernungen zwischen den Sonnen und Planeten so groß sind, hat natürlich auch einen Zweck, nämlich dass eine intelligente Rasse niemals in der Lage sein wird, auch nur das Nachbarsystem zu besuchen und Kontakt aufzunehmen. Auch aus dem Grund, damit nicht bekannt würde, was dieses Wesen auf ihrem Planet alles gemacht hat. Damit diese Wahrheit, dass es bösartig ist und Spezies züchtet, um sie verderben, leiden, schreien, weinen und sterben zu lassen, damit diese Wahrheit niemals bekannt wird und weitergegeben wird. Und was auch immer geschieht auf diesem Planeten, wir sehen es ja hier, Vergiftung, Verschmutzung, Kontaminierung, das kann den anderen Planeten, das andere Planetensystem gar nicht erreichen, denn spätestens im Weltall ist Schluss mit Bakterien, Viren und was auch immer. Gezeitenschiffe könnten das erreichen, aber die Menschheit, weil sie eben auch weiterhin verführt wird von Gott, dazu verführt wird, sich selbst zu vernichten, zu zerstören. Die Menschheit wird niemals ein Gezeitenschiff bauen, das in der Lage wäre, nach 100 Jahren Reise oder 200 oder 500 Jahren Reise bei einem anderen Planetensystem anzugelangen und dort Kontakt aufzunehmen. Irgendwas würde geschehen auf der Reise, dass das Schiff zerstören würde und alle Menschen stürben. Das lässt es nicht zu. Es wird auch keine überlichtschnelle Raumfahrt jemals geben können. Geist, aus dem ja Gott besteht, kann Raum überwinden in Nullzeit. Die Heiligen Schriften kennen im Neuen Testament eine Stelle, da erscheint der Herr und ist plötzlich wieder weg. Kommt einfach so und ist dann wieder weg. Das können die, die geheiligt wurden, die umgestaltet wurden, eine heilige Existenz bekommen haben. Die können das sicherlich. Die können meinetwegen sofort, wenn sie wollen, in Andromeda auf irgendeinem Planeten erscheinen oder in noch weiter entfernten Galaxien und in der nächsten Sekunde wieder zurück sein und so, ne? Weil irgendwie gibt es da eben die Geheimnisse des Geistes Gottes. Die Geheimnisse der Quantenphysik, die kratzen an der Oberfläche, oder sagen wir mal, die Erkenntnisse aus der Quantenphysik kratzen an der Oberfläche dieses Geheimnisses der Verschränkung, der Verbindung über jedwede Entfernung hinweg. Deswegen, ich, armes Menschenopferkindlein, könnte am anderen Ende des Universums in 10.000 Quadrilliarden Lichtjahren Entfernung sein. Es wäre auch da, es würde genauso weiter quälen und foltern, wo man auch ist. Es ist überall zugleich. Wenn es will, kann es auf alles zugleich einwirken, ohne Zeitverlust. Aber der Mensch, der gebunden ist an das Fleisch, gefangen im Fleisch, umkleidet vom Fleisch, der kann die Lichtgeschwindigkeit nicht überwinden. Deswegen alles, was es gibt und materiell existent ist, kann immer nur maximal bis zur Lichtgeschwindigkeit bewegt werden. Und deswegen
dauert die Reise allein in das uns am nächsten gelegene Sonnensystem viel zu lange. Könnte jedes Raumschiff, sei es noch so perfekt von Menschen erdacht und gebaut, durch winzig kleine Eingriffe mit großen Folgen lahmlegen. Und wenn es zum Beispiel nur eine Meuterei der Besatzung wäre, ja, Habgier oder geistige Umnachtung, dass Menschen die Machtposition besitzen, das hat alles sowieso keinen Zweck. Wir dürfen da nicht hin in das System, die dann sabotieren würden. Nein, nein. Ein Raumschiff in ein anderes Planetensystem zu schicken, das wird niemals geschehen, weil eben die Menschen auch sich bis dahin eher zerstört haben. Und das wird ja nun auch kommen, so, ne? Dass die Menschen sich zum einen selbst bekämpfen und umbringen und zum anderen eben dieser Impact eines Meteoriten erfolgen wird. Das ist der Berg, der ins Meer stürzt, von dem ich glaube in der Offenbarung, aber wohl auch in den Prophetenbüchern im Alten Testament geredet wird, woraufhin sich, wie werden sie genannt, Ameisen genannt oder was auch immer, die Flügel besitzen, die dann hervorsteigen und wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Auf jeden Fall diese endzeitlichen Ereignisse, die große Drangsal, die große Trübsal, so wird sie ja in christlichen Kreisen genannt, aber auch in der Bibel steht es so, die wird kommen und die wird ja, was sagt die Bibel, ein Drittel der Menschheit auslöschen, so auf den Schlag, ein Drittel der Städte, der grünen Bäume und des Grases wohl. Ach ja, die Sonne wird sich verfinstern und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die kommen wohl auch bald, in wenigen Jahrzehnten wohl. Und dann gibt es dann natürlich die Wiederkunft Jesu Christi. Ja, sodass die Menschen sagen werden, ihr Berge werft euch auf uns, um uns zu beschützen. Und ja, vor dem Angesicht dessen, der da kommt. Also kriegen die Menschen auch fett Angst, wenn dann tatsächlich der heilige Herr und König Jesus Christus erscheint. Und Engel wohl auch noch und so. Das sind alles Ereignisse, die werden kommen. Und die sind auch gar nicht weit entfernt, so, ne? Naja, und irgendwann dann, das durfte ich in einem Traum sehen, wird dann die Erde gesprengt werden. Das heißt, das Leben auf der Erde hier, so wie wir es kennen, das hört dann komplett auf. Wenn dann noch Menschen übrig sind, sterben die natürlich. So, da bin ich wieder, habe eine kurze Pause machen müssen. Gut. Das zum Thema, gibt es Leben auf anderen Planeten? Und das gibt es myriadenfach. Ja. Und genauso wird es nicht nur auf dieser einen Welt das unvorstellbare und schreckliche Leid geben, sondern auch dieses Leid auf anderen Planeten, in anderen Welten, wird es myriadenfach geben. So, meine Damen und Herren, es ist vielleicht wieder erschreckend. Aber lassen Sie sich gesagt sein, auch wenn es letztlich oder im Moment noch nur Hypothesen und Vermutungen sind, denn es ist ja keiner da und insbesondere dieses Götterwesen ist ja nicht hier und legt ein Geständnis ab. Es wird es auch weiterhin abstreiten, aber gar nicht mal vehement. Man hört immer, hin und wieder sagt es, du irrst dich. Ganz selten mal. Es ist kein vehementes Abstreiten, das stimmt nicht und so weiter. Nein, ganz selten mal sagt es nur, du irrst dich, um mich zu verunsichern. Dabei gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als dass es tatsächlich alles gelogen ist, mir vorzuwerfen, ich sei schuld. Ich müsse sterben, weil ich ungehorsam war. Worin war ich ungehorsam? Na, wer weiß es?
Ich habe das schon öfters geschildert, natürlich darin, mich auf Befehl hin, nicht getötet zu haben. Darin sei ich angeblich ungehorsam gewesen. Ich habe mich nicht auf Befehl hin getötet in der Form, dass ich niedergekniet wäre. Knie nieder. So in der Art wurde das schon 100.000 Mal zu mir gesagt. Ich habe mich also nicht durch Knien selbst getötet, bis zu dem Moment, an dem ich im Todeskampf zu schreien begonnen hätte, so wie der Herr am Kreuz auch kurzzeitig aufschrie und sagte: mein Vater, warum hast du mich verlassen? Ja, das ist das, was dieser Gott behauptet, von mir fordern zu müssen, mir aufzwingen zu müssen, dass ich knie. So im Badezimmer, hat er 100.000 Mal schon gesagt, im Badezimmer knien, unbeweglich, mit dem Kopf auf die Knien, nur flach atmen und dort so lange knien, bis ich in Schmerzen, vor Schmerzen, im Todeskampf, nach Stunden des Kniens an zu schreien fange. Ja, das ist nicht gelogen, das ist ungelogen, das, was dieser sogenannte Schöpfergott der Bibel von mir verlangt. Das habe ich zigmal unter Schmerzen versucht. Das schafft man gerade mal ein paar Minuten. Dann werden die Schmerzen so groß, das wird jeder Arzt bestätigen können, dass es unmöglich ist, dieses durchzuhalten. Freiwillig. Und nun wirft mir dieses Wesen das schon seit 22 Jahren vor, weil ich ungehorsam war und das Knien nicht durchgehalten habe, sei er jetzt gezwungen, mich zu foltern, zu kränken, all meiner Gefühle zu bestehlen, mich durch diese Stimme Tag und Nacht, nachts übrigens mit Träumen, Wachträumen, Albträumen, zu quälen, mich sterben zu lassen, könne mich nicht erlösen, könne mich nicht heilen, müsse mich dann auch verurteilen und in den Feuersee werfen. Sozusagen. Ja, genau. Dazu sei er gezwungen, weil ich so ungehorsam bin. Da fragt man sich: Moment mal, wenn du mich liebst, wenn das denn stimmen würde, warum hast du denn diese Hürde in den Weg gelegt? Hättest du ja gar nicht verlangen brauchen, dass ich mich auf Knien selbst töte, bis ich vor Schmerzen schreie. Kommt dann keine Antwort. Oder wenn es denn so ist, dann nimm doch die Hürde jetzt mal aus dem Weg und verlange es nicht mehr. Deine Liebe sollte doch zur Barmherzigkeit dich drängen und zur Begnadigung. Kommt keine Antwort. Und dadurch erkennt man am Wirken den Willen. Denn selbstverständlich tut keiner, der ein Menschenkind liebt, ihm eine Hürde in den Weg legen, die er nicht zu überwinden vermag. Und selbstverständlich verlangt keiner, der ein Menschenkind liebt, dass er sich auf den Knien zu töten habe. Und selbstverständlich würde er wirklich lieben, hätte er sich schon längst erbarmt und würde nicht quälen und kränken. Sie haben ja keine Ahnung, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuhörer, wie ich von diesem Teufelswesen, das sich Gott nennt, schon gequält und gekränkt worden bin. Denn er frisst ja meine Gefühle und kränkt mein Inneres, wie kein Mensch so sonst gekränkt wird. Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können Ihre Gefühle haben und genießen. Da kommt keiner und mit einer Stimme, der in Ihr Innerstes hineinsticht, Ihnen das Gefühl rausreißt und stattdessen einen schmerzhaften seelischen Schmerz zufügt. Ist keiner. Sie können alles genießen, ich nicht. Und das begann vor 22 Jahren. Und das erzählen Sie mal jemandem, zum Beispiel Ihnen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Das erzählen Sie mal jemandem. Da wird jeder, wirklich jeder, sofort denken: Du musst ja krank sein, kopfkrank, du musst ja psychisch krank sein, da musst du zu einem Arzt gehen und so, ne? Denkt jeder, man sei krank. Das ist ja auch das Gemeine und Hinterhältige, dass es genau weiß,
dass Menschen nicht die Fähigkeit aufbringen zu erkennen, dass es eben nichts mit Krankheit zu tun hat, sondern das Wirken eines unsichtbaren Teufelswesens ist, das sich als Lieber oder Heiland Gott feiern lässt, in Wahrheit dieser aber gar nicht ist. Das erzählen Sie mal jemandem in Ihrer Nachbarschaft oder in einem Freundeskreis. Ich habe keinen Freundeskreis mehr. Das wurde alles von diesem Teufelswesen zerstört. Hat mich quasi aus einer blühenden Landschaft in die Wüste geführt durch diesen Glauben an Jesus Christus, der sich in Wahrheit als Trugschluss erwies und erweist. Und das erzählen Sie mal jemandem, dass Sie natürlich genau wissen, also mit Sie meine ich mich, dass es alles stimmt, aber die Menschen sind unfähig, es zu erkennen oder zu glauben. Sie wollen nicht glauben. Warum? Weil sie auch gesteuert werden. Wenn ein Mensch das hört, erwirkt dieses Teufelswesen, das sich Gott nennt, gleich in diesem Menschen, dass es hört, was ich sage, dass es nicht wahr sein kann. Das trügerische Gefühl, dass es nicht wahr sein kann. Verstehen Sie? Wenn Sie das jetzt nicht glauben, warum glauben Sie es nicht? Weil ein Gefühl Ihnen einzureden versucht, dass es nicht wahr sein kann. Ein Gefühl in Verbindung mit Bewusstseinsinhalte, die Sie mal gelernt haben. Ja? Dieser Gott aus dem Verborgenen heraus bewirkt in jedem Menschen, dass jeder Mensch immer nur das glaubt, was ihm sein Gefühl sagt. Nur wenige Menschen sind da, die verlassen sich nicht auf ihr Gefühl, sondern auf ihren Verstand. Aber auch da können Sie nur auf das zurückgreifen, was Sie mal gelernt haben. Sehen Sie, durch das Gefühl wird der Mensch geleitet und gesteuert. Wenn die Gefühle nur intensiv genug sind, dann sagen Päpste, lasst uns in den Krieg, in das heilige Land ziehen und Jerusalem befreien. Das ist der Wille Gottes. Das waren Gefühle, die dieser mächtige Gott, hätte ich beinahe gesagt, den Menschen eingibt, rauschhafte Gefühle. Es sei jetzt wahnsinnig wichtig, einen Kreuzzug zu machen gegen die Ungläubigen im heiligen Land. Gefühle. Gefühle. Auch Gefühle der Habgier. Und Papst denkt natürlich auch daran, was er alles dann kriegt, einnehmen, erwerben kann und so weiter. Ja, Gefühle. Massenhysterie. Gefühle, die dann wie so ein emotionales Virus auf andere Menschen überschwappen, die auch von diesen Gefühlen erfüllt sind. Das war ja auch bei Adolf Hitler, diese Massenhysterie. Das war Gefühl, rauschhafte Gefühle, wenn die Masse stand und dem lauschte und der seine Schimpf- und Hasstiraden losließ. Gefühl des vermeintlichen Triumphes, des Hasses, der Rache, der Genugtuung, Gefühle. Durch die Gefühle steuert dieser Gott, ohne dass ein Mensch es mitkriegt, ohne dass das Volk es weiß, den Einzelnen als auch die Volksgemeinschaft. Durch Gefühle. Immer in Verbindung mit dem, was der Mensch gelernt hat. Und was lernt der Mensch? Der Mensch lernt Unwahrheiten durch falsche Lehrer, die dieser Gott auch züchtet und entstehen lässt. Und so fängt es die Menschen. Die einen treibt es durch Gefühle in den Selbstmord, die anderen treibt es durch Gefühle in einen Feldzug. Wie oft denkt ein Diktator mit starken Gefühlen daran, was er alles bekommen könnte und bekommen kann, wenn er nur einen Raubzug, einen Krieg anzettelt und ein Volk überfällt? Das sind Gefühle, rauschhafte Vorstellungen, was man alles erwerben könnte. Das haben ja schon die Römer gemacht. Ne? Volk überfallen, Sklaven und Schätze mitnehmen. Bösartige Gefühle von verdorbenen Charakteren, die ihre Machtpositionen missbrauchen. So steuert dieser Gott die Menschen und die Menschheit, verleitet und verführt sie, ohne dass das einer mitkriegt oder wüsste. Ich vermute es. Auf dem Niveau von ich weiß es. Es gibt gar keine andere Erklärung mehr. Das sind die wirklich wahren Wahrheiten.
mutmaßlich, muss man hinzufügen, um der Genauigkeit willen. Aber ich sagte es schon mal an anderer Stelle, die Indizienlage, die ist nicht nur erdrückend, die ist zermalmend und zerschmetternd. Die Indizienlage, dass das, was ich als Hypothese in meinen Gedanken bewege, tatsächlich wirklich wahr ist. Es gibt keine andere Erklärung mehr. Und so erkennt man am Wirken immer den Willen Gottes. So wie man an ihren Früchten den Menschen erkennt, so wie Jesus Christus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Logisch sind die Früchte schlechte Früchte, sind Menschen gewalttätig und gehässig, dann sind es böse Menschen mit schlechtem Charakter. Und das sind die Früchte des Menschen. So erkennt man am Wirken Gottes den Willen Gottes. Da kann der Gott erzählen, was er will. Wenn er Böses erwirkt, dann will er Böses. Erwirkt er Gutes, dann will er Gutes. Will er Gutes, erwirkt er Gutes. Unterlässt er es, Gutes zu erwirken, dann will er Böses. Und auf der Erde ist genau das, was gerade geschieht. Gott unterlässt es, Gutes zu erwirken. Zeigt sich nicht, wirkt nicht Gutes. Wirkt aber aus dem Verborgenen Böses. Und deswegen, warum? Weil er dieses Böse erwirken will. Und das kann nur einen Grund haben. Er ist böse und will das Böse. Einen anderen Schluss gibt es gar nicht. Und es sind eben Lügenmärchen, die zur Tarnung erdacht und verbreitet werden. Es gäbe dann noch einen anderen Widersacher, der irgendwie das Böse erwirken würde, der gegen Gott kämpft. Nun lässt sich Gott immer als einzigartig darstellen, dass es keinen weiteren wie ihn gäbe und er allmächtig sei. Ja, dann fragt man sich, Moment mal, wenn er der Einzige und der Höchste und der Stärkste von allen ist, welches andere Wesen soll denn da kommen, etwas und etwas erreichen, vermögen, was Gott nicht verhindern könnte? Ja? Ein Gott, der die Grundlagen, die physikalischen Naturgesetze geschaffen hat und offensichtlich aus dem Nichts oder wie aus dem Nichts auch jedes einzelne Energie- und Materieteilchen, der alles steuert, übersieht, überall zugleich ist. Dieser Gott soll nicht in der Lage sein, einen sogenannten gefallenen Engel, nämlich der Satan wird ja immer als gefallenen Engel dargestellt, zu verhindern, Böses zu erwirken? Das ist alles ein Lügenwerk. Und wenn man erstmal diese Sichtweise bekommt, diese Vermutung hat, dann ist das wie ein Schlüssel, durch den sich die Türen zur wirklich wahren Wahrheit auftun. Aber diesen Schlüssel, den soll ich tunlichst für mich behalten. Diese wirklich wahre Wahrheit soll nicht in das Bewusstsein des Menschen hineintreten. Und deswegen ist es das Mindeste, dass dieser Gott, wann immer ein Mensch, so wie Sie, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, das hört, sofort mit einem Gefühl erfüllt wird, das kann nicht wahr sein, das muss Spinnerei sein, der muss krank sein, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Das ist also das Mindeste, dass der Herr Professor GOTT im zuhörenden Menschen völligen Unglauben, ja auch dann Hass erwirkt. Das ist das Mindeste. Denn er steuert Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und er fängt Sie auch. Wissen Sie, so wie Menschen Mäuse mit Speck fangen, jetzt mal so als Metapher, nicht, natürlich ist es auch wahr, ne? Leider, ich bin ja ein ganz großer tierlieber Mensch. Ich mag die Mäuse so gern. Ich würde nie irgendeiner Maus was tun. Gut, so wie Menschen Mäuse mit Speck fangen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, so fängt Gott die Menschen mit Gefühlen. Das müssen Sie sich mal vor Augen führen. Und das ist eine der verborgenen, aber wirklich wahren Wahrheiten.
Damit schließe ich dieses kleine Videotagebuch Nummer 2 am heutigen Morgen. Wünsche Ihnen einen wundervollen Tag, dass Sie sich niemals zum Bösen verführen lassen, egal was Ihnen ein Gefühl gerade aufdiktieren, aufzwingen will. Tun Sie das Gute auch gegen Ihre Gefühle. Und ja, dann noch eine Bitte. Ich bin so arm. Ich bin nichts geworden, weil dieses Wesen aus dem Verborgenen heraus alles zerstört hat, obwohl ich gute Talente besitze, auch musikalischer Art. Es wurde nie gefördert. Alle Bezugspersonen wurden mir weggerissen. Ich wurde dann auch verleitet. Konnte nicht regelmäßig lernen und Gelerntes zum Abschluss bringen. Also ich bin nichts geworden, weil ich nichts werden sollte, obwohl ich gute Talente besitze. Und nun sitze ich hier, bin ganz allein, fast ganz allein natürlich. Kein Geld, werde bedroht, verletzt auch von Menschen, die dieses Wesen in meine unmittelbare Nähe geschickt hat und aufhetzt auf eine hinterhältige Art und Weise. Ich werde darüber mal berichten, was es mir in den letzten Jahren auch physisch angetan hat. Unfälle, Verletzungen, Schläge von bösartigen Menschen, die aufgehetzt wurden, ehrlos und charakterlich verdorben sind. Und ich habe noch nicht mal genug Geld. Wenn ich wenigstens genug Geld hätte, dann würde ich eine Familie versuchen zu gründen oder eine familienähnliche Gemeinschaft um mich herum sammeln, im Rahmen einer karitativen Stiftungstätigkeit. Ich habe sogar schon einen Namen, schon lange. Stiftung Gnadengarten. Zum Beispiel auch mit einem Gnadenhof für Tiere, aber eben auch mit Wohneinheiten für Studentinnen und Studenten oder irgendwie sowas in der Art. Aber wer schenkt einem, sagen wir mal, eine Achtel oder Viertel oder eine halbe Million Startkapital? Ja, wenn ich Dan Brown wäre, oder wie hieß die Dame, die Harry Potter erschaffen hat, dann würde ein Buch mir Millionen bringen und dann hätte ich mein Startkapital. Ich möchte Sie also freundlich bitten, für mich zu spenden. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, und selbstverständlich werden die meisten sagen, um Gottes Willen, für den jetzt auch noch bestellen, zu spenden, kann doch wohl nicht wahr sein, der mit seinem bösartigen Gerede, ne? Ja, das ist es. Das ist es eben. Man will nichts Böses, tut nichts Böses, schildert, was einem angetan wurde. Und wenn man dann darum bittet, ein bisschen Geld zu bekommen oder Hilfe, dann kriegt man sie nicht. Oder nur von sehr wenigen. Deswegen ist ja meine Hoffnung, doch irgendwann mein Buch The Fairy Tales of Ja fertigzustellen. Und wenn es denn ginge, zu einem Bestseller werden zu lassen, so. Aber, naja, nun, wer will das schon lesen oder so, ne? Ich meine, die Menschen würden ja an zu schreien fangen. Aber ich hoffe, das doch mal irgendwann zu schaffen in den nächsten 30 Jahren, die mir hoffentlich noch verbleiben. Denn das ist eine weitere Strategie, mich vollkommen erfolglos und arm werden zu lassen oder arm geblieben haben zu lassen. Ich war ja nie reich. Bin ja auch niedrig geboren. Keine reichen Eltern, nix. Ja, das heißt, der Mensch zu dem Umstand, dass er noch nicht mal mehr Gefühle hat, die ihn erquicken, wird er auch durch Armut noch zusätzlich gefoltert. Und durch die Armut werden Menschen aufgehetzt. Nicht durch die Armut, aber durch die Armut ist man gezwungen, so in Mietshäusern zu wohnen, ist gezwungen, bösartigen Menschen direkt ausgesetzt zu sein, die einen verletzen können. Die glauben nicht, was an dem Ort, in dem ich wohne, hier geschieht. Wie die Polizei, die Justiz blind gemacht wird, aufgehetzt wird und nicht unterscheiden kann zwischen Opfer und Täter. Und mich als Täter ansieht. Mich, Mrs. A.M. Jacob. Jacob. Die glauben nicht, wie weit das Wirken Gottes geht. Dieser kann alles machen, jeden aufhetzen und alles
erreichen. Und die Menschen merken es gar nicht. Dass es Adolf Hitler gegeben hat, war nach dem Willen Gottes. Auch wenn Menschen jetzt sagen, Moment mal, der hat ja so viele jüdische Bürger umgebracht. Das war auch nach dem Willen Gottes. Obwohl die Juden als auserwähltes Volk gelten, aber heute schon lange nicht mehr so in ihrer physischen, körperlichen Gesamtheit. Da geht es nach dem Geiste. Ob der Heilige Geist in ihm wohnt, ob es Glieder des Leibes Christi sind, die sich jetzt aus allen Nationen zusammensetzen, denn aus irgendeinem Grund hat diese völkische Auserwählung eines Volkes mittlerweile aufgehört und ist jetzt zu einer geistigen Auserwählung, nämlich der Gemeinde Jesu geworden und setzt sich aus den einzelnen wenigen zusammen, die berufen und auserwählt sind. Ja, das nur noch mal so nebenbei. Also, wenn Sie in der Lage sind, mir was zu spenden, würde ich mich freuen. Aber das ist auch nicht die Hauptsache. Wichtig ist natürlich immer, dass man gesund ist. Aber mit Geld, ohne Geld kann man nicht leben. Da ist man auch weiterhin gefangen in so einer kleinen Wohnung, ausgesetzt bösartiger Mitmenschen. Kann sich noch nicht mal einen Hund leisten, der einem in der Einsamkeit hilft. Oder vernünftige Zähne, die man dringend bräuchte. Es wäre also schön, wenn Sie eine kleine Spende leisten würden. Noch schöner wäre es, hätte ich jetzt auch, würde ich jetzt schon fast sagen. Wenn wir ins Gespräch kämen, schreiben Sie uns, melden Sie sich im Forum oder lauschen Sie einfach weiterhin dessen, was ich Ihnen sage, was so unglaublich klingt, dass nur die allerwenigsten Menschen überhaupt die Fähigkeit besitzen, es zu glauben. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und verbleibe mit freundlichen Grüßen bis zum nächsten Tagebucheintrag, Vlog 3. Videologbuch Nummer 3 wird es dann sein. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.